Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar wieder am Donnerstag, dem 6. Oktober. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen wieder den Markt betrachten. US-Dollar, schwarzer Franken, wie Sie an der Headline schon entnehmen können, steht im Fokus. Und dieser ist es auch, der heute hier in unserer Heatmap, in unserer Währungsübersicht sozusagen den Anfang macht, um sozusagen die Rotte anzuführen. Aufschläge bislang zu sehen, 0,3%. Hier auch unter Umständen bedingt durch die Verbraucherpreise, die wir hier just bekommen haben am heutigen Handelstag. Letztlich Inflationsdaten immer wieder ein Thema, aber hier der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken natürlich auch vorrangig US-Dollar beeinflusst. Und wenn wir hier mal auf das große Bild schauen, unabhängig dieses Spikes hier vom 15. Januar 2015, sehen wir während der letzten Wochen, dass sich das Preis Das Preisverhältnis vielmehr hier in einer Kontraktion befindet. Also der Preisverlauf engt sich mehr und mehr zusammen. Das kann man hier sehr schön durch so eine Art symmetrischen Dreieck feststellen. Und ja, der Umkehrschluss einer solchen Konstellation ist im Prinzip, dass nach dieser Kontraktion eine Separation stattfindet und im Prinzip ein Momentum erfolgen sollte. Wir können das auch mal hier durch die Bollinger-Bänder mal ein Stück weit veranschaulichen. Sie sehen, wie eng diese klassischen ausgerichteten Bollinger Bänder hier zusammenlaufen und auch hier jetzt sozusagen zum Preis kippen. Also das obere Bollinger Band zieht nach unten, das untere nach oben und das lässt darauf schließen, dass hier natürlich die Kontraktion weiter zunimmt und man früher oder später mit einem Move rechnen sollte, der dann eben auch ein Stück Folgedynamik verspricht. Der US-Dollar, Schweizer Franken, ja, ein Stück weit mit einer hohen Korrelation zum Euro-US-Dollar und der bewegt sich ja letztlich auch kaum. Und insofern keine Überraschung, dass der US-Dollar Schweizer Franken sich hier ähnlich schwer tut. Dennoch wollen wir auch heute hier neben diesem Wochenchart mal weiter rein in den Chart gehen und hier jetzt den Tagesschart betrachten, neben dem, dass wir dann im Intraday-Bereich noch ein schönes Setting sehen. Grundsätzlich hier müssen wir die Trendlinie ein Stück weit justieren, die Trendlinie vergangener Natur. Hauen wir sie mal raus und versuchen praktisch jetzt hier den Weg mal ein Stück weit einzufangen. Und die Kontraktion natürlich auch hier ersichtlich. Grundsätzlich alles in einem ruhigen Flow. Was wir unlängst hatten, waren die tieferen Hochpunkte. Hier den Support, diesen Supportbereich um 0,9675. Und die Andacht im Prinzip, dass das Preisverhältnis hier nach unten rausrutschen kann, um diesen Supportbereich hier bei 0,95 zu testen. Der auch hier ja, zu Beginn des Jahres eine sehr lukrative Einstiegschance darstellte, weil von diesem Level eben immer wieder Erholungen stattfanden. Doch Sie sehen, das Ereignis vollzog sich nicht. Es gab zwar einen kleinen Dip nach unten hier mit der Tageskerze von Ende September, aber letztlich fehlte dann der weitere Drive und das zähe Seitwärtsgeschiebe setzte sich fort. Dennoch kann man hier auf Tagesbasis den Preis relativ gut einfangen. Wir haben das Unterstützungslevel hier auf der Südseite 0,9675 Runden. Tagesschluss darunter wäre durchaus kritisch zu sehen. Und auf der Oberseite haben wir hier dieses Widerstandsband, was hier ein Stück weit aufgeweicht wurde durch die Bewegung vom Sommer. Aber dieses Widerstandsband hier oben bei 0,9825 etwa ist hier die obere Begrenzung. Ja, kurzfristig gesehen, Sie haben auch gerade gesehen, die Trendlinie, die schon einzog, kann man auch hier in dem kurzfristigen Bereich sogar wieder vollziehen. Hat man mindestens drei Auflagepunkte, ist das schon mal eine gute Voraussetzung, um sozusagen das Preisverhältnis einzugrenzen. Und das können wir auch hier auf kleinerer Basis machen. Und insofern 0,9825 wäre dann gleichzeitig mit einem neuen Verlaufshoch auch hier die Attacke in den Widerstand hinein. Und ein Ausbruch könnte hier entsprechend in Richtung Parität führen. Parität 1,00. Dieses Level wäre dann hier eine erste Zielzone. Und wenn wir uns die Saisonalität vom Währungspaar mal anschauen, dann passt das einigermaßen. Wochentagsstärke schauen wir uns gleich an. Hier Prinzip tendenziell seitwärts, genau das, was wir praktisch schon erleben. Wollen wir mal sehen, wenn wir jetzt noch mal ein Stück weiter in den November hineingehen, was uns die Saisonalität verrät, ein Stück weit Momentum nach oben, auch wenn nur marginal, um dann wieder Richtung Nulllinie zu tendieren. So richtig Schub bekommen wir also saisonal nicht, richtigen Rückenwind nicht. Insofern müssen wir sehen, was das Preisverhältnis aus der vorgegebenen Konstellation macht. Und diese wäre eben hier einen möglichen Ausbruch in die eine oder andere Richtung zu antizipieren. So ein symmetrisches Dreieck hat die Krux, dass man rein technisch gesehen keine Ausbruchsrichtung favorisieren kann, anders als bei aufsteigenden Dreiecken oder fallenden Dreiecken. Da lässt sich, wie gesagt, die Ausbruchsrichtung tendenziell festlegen oder die wahrscheinliche vielmehr. Das haben wir beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken nicht. Insofern müssen wir einfach abwarten, was das Preisverhältnis tut. Und oberhalb von 0,98, wie gesagt, denke ich,
besitzt das Währungspaar Momentum in Richtung Parität und gegebenenfalls höher. Hier praktisch Alternativszenario nach oben und Alternativszenario nach unten unterhalb von 0,9675 wäre dann hier die 0,95 sicherlich auf der Agenda. Und das ist es im Prinzip, was man hier beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken einfangen kann. Wir sehen aktuell aber, wie gesagt, eine starke Tageskerze. Darum wollen wir uns jetzt neben dem Tagesschart-Setting von der Woche zum Tag in den Stundenchart mal hineinzoomen. Und da sehen wir eben hier die heutige Konstellation. Die starke Kerze aufgrund der Konjunkturdaten von Grad, schön über den Pivot Point rausgeschnippt. Und wie Sie auch schon gesehen haben, möglicherweise haben wir heute einen bullischen Wochentag. Ja, der richtig bullische kommt aber erst morgen, Dienstag auch nicht zu vernachlässigen. Hier also Werte mit über 60% durchaus interessant. Und da könnte, wie gesagt, ja, der morgige Freitagsausklang spannend werden. Doch vergessen Sie nicht, wir haben morgen die Non-Farm Payrolls, den US-Arbeitsmarktbericht, der wie immer viel Beachtung findet und auch für Volatilität sorgen könnte. Heute aber dennoch auch mit 54% statistischen leichter Vorteil auf der Bullenseite. Und dazu haben wir auch heute eine FTSE-Vektorlogik, die hier mit knapp 64%iger Trefferquote 119 Erscheinungen hervorwarf während der letzten 17 Jahre. Und das Ganze führte im Schnitt zu einem Zugewinn von 0,64%. Das heißt, wir haben noch ein Stück weit Luft, das technisch-theoretische Hoch 0,9831. Das heißt, wir bewegen uns hier anhand des Pivot Points zwischen dem Resistant Level 3 und 2 hier oder 2 und 3, wie man sieht, hier auf dieser Südseite. Und das wäre ein technisches Ziel, auch neben dem, dass wir da das gestrige Tageshoch oder besser gesagt das Tageshoch vom 4.10. vielmehr, was hier bei 0,9828 lag, sozusagen anvisieren könnten. Und wenn das Momentum es gut meint, dann scheint es auch definitiv möglich, dass dieses Level erreicht wird. Und das wäre sozusagen hier Step by Step heute eine wahrscheinliche Variante des Ablaufs. Jetzt sind wir beim Resistant Level 1. Hier auch eine kleine Horizontalhürde im Stundenchart. Wenn wir das mal hier so rüberziehen. So, da muss er drüber. Könnte natürlich jetzt einen kleinen Dip geben, sehen wir aktuell schon. Aber wenn wieder Schub aufkommt, wäre das durchaus eine denkbare Variante für den heutigen Tag, gerade vor dem Hintergrund der FTSE-Vektorlogik. Was nicht passieren sollte, ist der Rückgang unter dem Pivot Point. Also wenn wir hier den Fingerabdruck des Vortages nochmals unterschreiten sollten, dann denke ich, ist das bullische Szenario vom Tisch. Und dann dürfte der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken eher den Weg Richtung Süden einschlagen. Justieren wir das gerade nochmal. So. Und damit hätten wir es im Prinzip für das Intraday-Setup heute. Geflügelt durch die FTSE-Vektorlogik, den leicht positiven Wochentag, ist das im Prinzip ein ganz interessantes Setting, was ich hier sehe. Und insofern auch hier der US-Dollar-Schweizer Franken nach langer Zeit mal wieder im Devisenradar im Fokus. So, dann, liebe Zuschauer, hoffe ich, die Infos konnten helfen. Wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder 9:30 Uhr und wollen mal sehen, ob wir da nicht vielleicht den Goldpreis unter die Lupe nehmen. Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Viel Erfolg bei Ihren Geschäften natürlich und auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.